Leute, moin moin, Mr. Corona-Frisur ist wieder am Start, ich grüße euch. Wir machen erstmal hier zum Auftakt was extrem langweiliges, ich weiß. Wir müssen per Hand unsere rote Chips-Produktion aufbauen. Der Grund ist denkbar einfach, außer uns macht's keiner. Ja. Deshalb zeichnen wir hier unsere Förderbänder über den Boden. Genießen die Funktion, dass es hier rüberspringen kann. Das ist tatsächlich ganz geil gemacht. Ich mag diese Änderung. Und fangen dann mit den Förderbändern vielleicht mal hier hinten rechts an. Das ist das, was wir heute machen wollen. Ne? Blaue Forschung. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Brauchen wir natürlich rote Chips. So. Schwefel haben wir schon. Rote Chips werden hier jetzt schon hergestellt. Das heißt, die haben wir auch gleich. Wenn das hier aufgebaut ist, spätestens. Und dann brauchen wir noch Motoren. Das Ganze fügen wir dann noch zusammen. Und dann ist gut. Na, eben einmal kurz gucken, ob meine Freundin es öffnen kann. Ob das alles hier funktioniert. Danke, mein Schatz. Ich schaue morgen, ob alles klappt. Alles klar, mach das. Müsste aber eigentlich. Einfach runterladen und dann, wie gesagt, gib nochmal Bescheid, ob das in der richtigen Reihenfolge abgespielt wird oder nicht. Sonst muss ich da nochmal gucken. Muah. Das ist immer, ich habe das noch nicht durchschaut, wenn man mit Outer City ja, eigene MP3s erstellt, dann Ali Mina, 12 Monats Abo, ich habe ich aber auch lange nicht mehr gesehen. Wie geht's dir, Ali? Ali Mina, was soll ich jetzt sagen? Dann kommt das vor, obwohl man die Part 1, Part 2, Part 3, Part 4 nennt, dass die in der falschen Reihenfolge abgespielt werden. Und das ist tatsächlich echt belastend. Weil ich nicht wirklich rausgefunden habe, woran das liegt. Fabrikbesitzer. Voll nervig. Ali, das freut mich. Was macht die Kunst? Was gibt's Neues bei dir? Wie gesagt, das ist nicht der spannendste Teil hier, aber es muss ja gemacht werden. Von daher lassen wir das hier einmal kurz durchlaufen. Diese Funktion ist so geil, dass man jetzt hier einfach rüberziehen kann und da automatisch die Untergrundförderbänder platziert. I like very, very, very much. Guck mal, wie schnell man arbeiten kann. So viel schneller als davor. Gerade mit der Funktion, dass man nicht abrutschen kann. Nach links oder rechts kannst du halt einfach die Maus rüberziehen. Wenn ich das noch ein bisschen übe, dann wird das richtig geil. So, Strommast fehlt. Jetzt heißt es halt rausfinden, wo hier noch was fehlt. Fangen wir erstmal mit roten Greifarm an. Wir machen jetzt hier mal eins nach dem anderen. Zack, 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 zack. Die beiden sind da. Blaue Greifarme. Rüber, 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 rüber. Rein, rein. Runter, runter. Links, rechts, unten, unten. Rein, 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 rein. Rein, 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 rein. Strom, 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 Strom. Und Strom, Strom. Und die beiden unten noch. Zack, zack. Dann fehlt da noch Strom. Gut, dann haben wir die zweite Wabe. Erste Wabe, zweite Wabe läuft. Wir kommen schneller voran, als ich mir dachte. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Strom, 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 Strom und die roten noch. Dann müsste die dritte Wabe eigentlich auch online sein. Da oben fehlen Förderbänder. Gut, müsste jetzt eigentlich auch laufen. Habe ich noch was übersehen? Ich glaube nicht. Die roten Schaltkreise ganz links oben, da ist ein Fließband in falsche Richtung. Oh ja, ah ja, hast völlig recht. Den meintest du, ne? So, jetzt sieht es besser aus. Seno, wie ist dein Discord-ID? Ich will nochmal versuchen, ob es diesmal klappt. Weiß ich nicht. Discord-Link findest du unten in der Videobeschreibung. Videobeschreibung. Ja, entweder auf meinen YouTube-Videos in der Videobeschreibung oder du machst hier Ausrufezeichen Discord. No. Kenne ich nicht auswendig. Keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen. Kleiner Druide. Und dann müsste das hoffentlich passen. Ich weiß nicht, was da bei dir los ist. Ich habe auf jeden Fall gehört, dass du dich gerade angemeldet hast. Ich habe es gerade klopfen gehört. Meine Uhr hat mir Bescheid gesagt. So, guck mal, das läuft auch. Wunderbar. Ich glaube, alles läuft.
Ich glaube, alles läuft. Ich würde jetzt halt wirklich gerne eigentlich hier die den Bedarf löschen. Aber warte mal, das kann ich auch, oder? Geht das nicht hier mit Modul Item Request Slot? Kann ich das damit weglöschen? Ja. Oh, ist das göttlich. Zack. An alles gedacht haben die Entwickler. Arbeitet es jetzt wirklich überall? Nee, guck mal, hier drüben fehlt ein Greifarm. Aber sonst arbeitet alles, ne? Hier fehlt ein Greifarm. Arbeitet, 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 arbeitet. Ich guck gleich wieder in den Chat. Lass mich kurz gucken, ob hier alles arbeitet. Na, wir wollen keine Faulpelze hier haben, obwohl wir Lazy Bastards spielen. Hier arbeitet nicht, warum? Ah, da fehlt eine ganze Montagemaschine. Ist guter Grund, ist guter Grund. Dann müsste aber hier gleich alles anfangen zu arbeiten. Hier arbeitet auch irgendwas nicht, warum? Warum arbeiten die beiden nicht? Achso, ha, da fehlen die Förderbänder. So, jetzt arbeitet alles. Zack, 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 zack. Arbeitet auch alles, arbeitet auch alles, arbeitet auch alles. Gut, alles arbeitet. Wunderbar. Guck mal, so stelle ich mir nochmal einen effektiven Dings vor. Wenn wir jetzt gucken, pro Minute knüppeln wir raus an roten Chips 500 Stück pro Minute. Das ist für einen Vanilla Run mehr als genug, Leute. Ne? Dadurch sind ein paar Rote auf dem falschen Fließband. Ehrlich, haben die jetzt hier die Runde geschafft. Das wäre natürlich ein super Kacke. Aber ich habe tatsächlich keine hier auf dem falschen Band gesehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe keine... Ich glaube, dass das Förderband war gestaut, bevor was rüberrutschen konnte. Hoffe ich. Ne, ein paar sind da, du hast recht. Hier. Problem ist, dass ich keine Filtergreifarme habe. Das heißt, ich nehme das eben einmal per Hand weg. Naja. Ich meine, im Grunde kann ich es halt fast ignorieren. Ah, ich könnte es fast ignorieren. Da unten kommt noch ein roter. War es das dann? Ja, das müsste es jetzt gewesen sein, oder? Das müsste es gewesen sein. Außer hier hinten hat noch einer die Runde gemacht und dann ist er halt entkommen. Dann hat er halt Glück gehabt, weißt du? Dann hat er Glück gehabt. Sei es ihm gegönnt. Ich räume nochmal eben mein Inventar auf. Weil, wenn man nichts craften darf, braucht man halt auch relativ wenig Stuff. Sieht schon besser aus, ne? So, rote Chips können wir wegpacken, Kupferkabel können wir wegpacken. Und dann ist das Inventar aufgeräumt. So, guck mal, das packen wir hier rein. Und wie gesagt, das wird halt ewig und 12 Tage dauern, bis das hier auch nur annähernd vollgelaufen ist. Aber darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, ob und wann und wie das vollläuft. Es geht einfach darum, dass nichts stillsteht. So, gut, das haben wir. Ich denke mal, es werden zu wenige grüne Chips produziert, als dass das permanent alles laufen könnte, würde, sollte, dürfte. Und wenn wir uns das angucken, liegt das daran, dass ein bisschen wenig Kupfer rauskommt. Das werden wir aber beheben. Und einfach ein bisschen mehr Kupfer noch produzieren. Ja. Beziehungsweise können wir auch so machen. Naja, und dann sollten hier die grünen Chips richtig durchdrehen. Tak, 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 tak. Wenn die grünen Chips durchgedreht sind, sollte das allgemein alles ein bisschen besser laufen. Wir könnten das sogar, und das ist glaube ich sogar schlauer, das nicht ganz vorne machen. Sondern, meine lieben Freunde, wir machen das so nach der Hälfte ungefähr. Was weiß ich, so ungefähr hier. Naja, dann wird hier wieder aufgefresht und dann kann die hintere Hälfte auch ganz gut arbeiten. Ein weiter vorne wäre noch sinnvoll gewesen. Ja. Gehen wir da hin. Na? Machen wir das so und dann sollte das ganz gut funktionieren. Zack, 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 zack. Oben die Hälfte, unten die Hälfte. Dann wird hier ordentlich grünes Chips produziert, sogar schneller, als wir es verbrauchen können, weil wir ja nur ein halbes Förderband haben. Seht ihr das? Hier müsste sich das eigentlich, ja, es staut sich sogar schon. Ja, die Schlange wird immer länger. Das ist voll, das Ding. Ja? Und dementsprechend läuft das jetzt alles unter Hochdruck. Und schneller kriege ich es nicht hin, ohne dass wir unterschiedliche Förderbänder oder blaue Förderbänder benutzen. Das ist eigentlich auf blaue Förderbänder optimiert. Die roten werden dann nicht ganz
reichen. Ist aber okay, das ist ein guter Aufbau. Glücksruder, das kann ich dir nicht sagen. Das kann ich dir nicht sagen, Glücksruder. Ich würde mal tippen, du müsstest das Passwort wiederherstellen über deine E-Mail. Also so, wie es eigentlich ja immer funktioniert. Gut, das haben wir. Dann haben wir hier unten Eisen. Ja, wir machen noch eine Eisenlinie hier unten hin. Wir bauen nochmal einen Komplex. Einen komplexen Komplex. Wir gehen sogar hier einfach direkt ran. Ja, machen wir. So. Und mit dem ganzen Zeug machen wir dann Motoren. Motoren brauchen ja nicht so viel. Die brauchen ja nur massig Eisen. Und dann haben wir Motoren, dann haben wir Schwefel, dann haben wir rote Chips. Und dann dauert das nicht mehr lang, dann haben wir auch blaue Förderbänder. So, zack. Ja, und wir werden einfach noch eine Hälfte hier hinpacken. Brauchen die Motoren schon Stahl? Ja, ne? Dann würde es ja Sinn machen, wenn wir auch einmal Stahl gleich aufrüsten. Gut, zack. Was meint ihr, soll ich Stahl hier unten herstellen? Ich meine, wir haben hier ja Eisenerz und Mass. Würde Sinn machen, oder? Wenn wir es einfach hier mit hinbringen. Eine Lane haben wir hier eh noch übrig. Stehen geblieben. Hier runter. Im Grunde bin ich ein bisschen unentschlossen. Ich glaube, ich will die noch mal aufteilen. Für die Stahlproduktion. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das viel Sinn macht. Ja, sollte aber tatsächlich. Wir werden hier auch nochmal aufteilen. Und vor allem dann hier einmal aufteilen. Und dann will ich hier quasi noch eine hinhaben. Und daraus soll dann direkt Stahl gemacht werden. Na, das wird so mäßig klappen. Aber wenn wir nur Motoren mit dem Eisenerz herstellen, ist das, glaube ich, gar nicht so das große Problem. Viel größeres Problem ist, dass wir keine Eisen, dass wir keine Inserter mehr haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir tatsächlich nicht ganz sicher, ob das so schlau ist, was wir da machen. Zur Not haben wir da oben auch noch ein Eisenfeld oder da noch ein Eisenfeld. Ist jetzt nicht so, dass wir Eisenmangel haben. Wir brauchen keine Eisentabletten. Verstehst du, wegen Eisenmangel? Ja, ich weiß. Aber, ja, wir gucken einfach mal. Ich meine, wir haben hier unten halt mächtig viel Stahl, der einfach nur dumm rumliegt, weil wir ihn nicht benutzen. Ich meine, sogar unser Stahlzwischenlager ist voll. Das sagt auch schon einiges über uns. Können wir mal aufrüsten von Eisen zu Stahl. Und dann können wir hier nochmal Eisenkisten da lassen und Stahlkisten stattdessen mitnehmen. So.
100 Stück, das sollte dann erstmal reichen. Das ist alles gut hier unten. Hier steht auch erstmal alles nur dumm rum. Passt, 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 passt. Bisschen Electric Poles nehmen wir nochmal mit. Bisschen Förderbänder nehmen wir auch nochmal mit, wenn wir schon mal hier sind. Das muss ich gleich wieder loslaufen. Und genau, der nächste Schritt wäre dann quasi, dass wir uns die wunderbaren... Ah, Splitter und so haben wir auch genug. Die wunderbaren Greifarme hier unten einmal gönnen. Warum werden keine produziert? Und hier unten keine Eisenplatten ankommen. Warum kommen hier unten keine Eisenplatten an? Abgesehen davon, dass das Förderband halt ein eklig langsames Gelbes ist. Na gut, möglich, dass das der Grund ist. Bisschen besser, ne? Immer ein bisschen besser sollte das sein. Ja, wir rüsten, wenn wir schon mal hier sind, rüsten wir mal eben gelb nochmal zu rot auf. Einmal, gerade die Lane hier scheint einfach zu langsam zu sein. Das wollen wir natürlich nicht. Und dann zack, 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 zack und zack. Und dann sollte das hier eigentlich gleich schon deutlich besser durchkommen. Den. Hier kommen gerade auch gar kein Eisen durch diese Seitenstraßen. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir da oben wieder irgendwo Kohlestau oder vielleicht sogar Kupferstau haben. Ich denke mal, es ist eher der Kupferstau, weil wir uns um die Kohle relativ gut gekümmert hatten. Dann werden wir gleich sehen, wo da genau das Problem gerade liegt. So, ihr sammelt das mal alles ein. Und weil es so schön ist, können wir hier auch einmal aufrüsten. Tut auch ehrlicherweise nicht Not, aber die gelben kann ich ja auch upcyclen da unten. Das heißt, es schadet uns jetzt auch nicht. Und macht sich optisch dann ja doch auch ein bisschen schöner mit den blauen statt den gelben Greifarmen. Wobei die gelben ein bisschen mehr nach Business aussehen, wisst ihr, wie ich meine? Die gelben sehen so ein bisschen mehr nach Real Life aus. Erinnert mich immer stark an Half-Life. Die gelben, die blauen, ja doch, die gelben Greifarme. Wie gesagt, es ist eigentlich unerheblich, ob wir jetzt hier blaue oder gelbe haben. Es funktioniert beides. Aber wenn ich schon mal dabei bin, verschwenden wir doch ruhig noch ein bisschen mehr Strom. So, dann kann ich die gelben einmal wegbringen hier. Hey, das war daneben. Ey, nein, Quatsch, 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 oder? Ja, aber sowas von Quatsch, die muss ich, wenn, dann hier hinschmeißen. Perfekt. So. Genau, jetzt kommen, seht ihr das? Oh, Gott behüte. Es kommen wenigstens ein paar Eisenplatten an. Ha? So. Boom! Und jetzt wird ja auch wieder produziert. So, aber trotzdem interessiert mich tatsächlich, warum genau... Kommt auf der einen Seite gar kein Eisen an. Das ist ein Problem. Ja. Ja, weil Kupfer blockiert ist. Ich meine, können wir beheben, indem wir hier nochmal so machen, so machen und so machen.
und so machen, dann passt ja erstmal wieder einiges rein. Jetzt kommt ja auch wieder Eisenerz durch. Ist ja aber eigentlich halt nicht so Sinn der Sache. Ne? Aber es ist okay. Passt schon. Passt schon. Passt schon. Hauptsache, wir forschen noch unten weiter. Wir haben ja momentan noch nicht mal was zu forschen, von daher passt das alles. So, Inventar, die Kohle schmeißen wir mal eben in die Boiler. Beziehungsweise, ja. Immer wieder der Kampf gegen das volle Inventar. Gut, dann geht's wieder nach oben. Wir haben rote Chips, dann machen wir jetzt die Stahlgeschichte. Ich habe nur noch 50 Öfen, ich weiß nicht genau. Ich hätte noch mal ein paar Öfen einpacken können, glaube ich. Aber eine Reihe. Ja, und da machen wir dann jetzt direkt so. Wie gesagt, eine, selbst wenn hier am Ende bei weitem nicht genug rauskommt, ist das schon okay. Solange wir nur Motoren hier unten hinstellen, sollten wir eigentlich kein großes Problem haben. Aber ich muss tatsächlich nochmal Öfen holen. Na, dann kommt hier gleich Stahl raus. Subi, das sollte eigentlich klappen. Wieder mal die Prinzessin, ne? Es ist immer die Prinzessin. Guck mal, einmal Stahl hier raus. Ah, Denkfehler, Denkfehler. Ich habe ja noch gar keine elektrischen Öfen, die brauchen ja Brennmaterial. Das ist Goros Problem. Und die ist nicht gut gedacht, Wir brauchen hier mehr Platz. Ärgerlich. Ich dachte irgendwie, ich habe schon die elektrischen Öfen, aber nix da. Das heißt, was wir machen ist so. 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 Im Grunde muss es genau andersrum. Fuck. Das einmal umdrehen. Und das einmal umdrehen. Und dann lassen wir auf der Innenseite Kohle langlaufen. Muss ich die doch nochmal teilen. Und zwar einmal dahin und einmal dahin. So, dann müssen wir das halt nochmal anpassen, aber dann haben wir es auch. Na, jetzt wird Stahl produziert. Erstmal nur einseitig. Aber gleich haben wir es. Wunderbar. Funktioniert ganz gut. Hochkonzentrierter Seno. Genau hier hin. Einmal. Rein. Ist schwer, das Timing richtig hinzubekommen. Vielleicht kennt ihr das. So. Und das Ganze einmal raus. Und dann rein. Und wenn man es falsch macht, spart man halt auch keine Zeit. Der muss natürlich auch noch weg. Hier muss ja noch die zweite Ofenreihe hinter. Die muss ich nochmal eben organisieren. Und dann können wir noch hier arbeiten.
Na, fehlen nur noch gleich die letzten Öfen und dann... geht das los. Holen wir nochmal die letzten Öfen und dann haben wir alles, was wir für die Motoren brauchen. Die bauen wir dann noch auf, dann haben wir blaue Tränke, das wird ein bisschen Fummelkram, die hier runter zu bekommen. Das hier ist ein richtig großes, dummes Problem. Was ist da denn schiefgelaufen? Halt, stopp. Jetzt rede ich. Ich bin mir relativ sicher, dass Eisenerz hier nichts zu suchen hat. Ich weiß nicht genau, wie das passiert ist. Das gucken wir uns mal ganz kurz an. Ja. Kein Filter gestellt, würde ich mal sagen. Da soll nämlich eigentlich nur Kohle lang. So muss das aussehen. Klingt komisch, ist aber so. Dann klappt es auch wieder. Und weiter geht's. Machen wir das nochmal voll. Schmeißen das nochmal weg. Bringen wir Eisenerz weg, weil das verklumpt mir mittlerweile echt ganz gut aus dem Inventar. Holen Öfen. Holen Greifarme nochmal. Ja, die sind schon wieder kurz davor leer zu werden. Oh, kommt da einer hin, ist mir doch egal. Da kann auch einer hin, da kann auch einer hin. Das hier ist auch nicht gut. Dass hier hin und wieder Eisen jetzt auf der falschen Seite ist. Ich glaube aber, das ist verkraftbar, aber wie passiert das schon wieder? Filter ich die nirgends raus? Wie kommen die denn auf die Oberseite? Wait a moment, die kommen von hier. So. Hier können sie nicht auf die Oberseite gelegt werden. Kann nicht passieren. Ist alles unten, alles unten, alles unten. Dann laufen die hier durch, ist immer noch alles unten. Hier ist immer noch alles unten. Ah, natürlich, weil das hier keine Filtergreifarme sind. Die müssen einfach nur weg, dann passt das. Dann passt das. Räume ich das jetzt auf? Ja, ich räume das auf, ist okay. So, jetzt dürfen die wieder nur auf die Unterseite. Ich habe hier so ein Monstrum geschaffen, das ist mittlerweile echt ein bisschen schwer zu durchschauen, was ich da eigentlich alles für Mist gebaut habe. Aber passt schon. Dürfte auch nicht so schlimm sein, weil das meiste hier eh weggeknuspert wird. Das heißt, es sollte nicht dazu führen, dass sich hier irgendwo was staut. Ne? Hier drüben natürlich ist das schon ein bisschen anders. Hier kann das Eisen jetzt nicht wirklich weiterverarbeitet werden. Wenn das hier reinrutscht, haben wir ein kleines Problem. Minimal, aber wir verhindern es mal lieber trotzdem. So. Jetzt haben wir es. Da ist noch einer. Und dann darf der da nämlich auch hin. Jetzt kommt ja aber gar keine Kohle mehr an. Ich habe hier so, es ist so Madness, was ich hier gebaut habe, aber ist egal. So, und das geht da wieder rüber. Vielleicht auch ein bisschen schneller, komm her. Und dann verteilt sich das auf die beiden Lanes und dann ist gut. Kohle wegbringen, weiterbauen. Nee, Material holen, dann weiterbauen. Es ist wirklich Madness, muss ich ganz ehrlich sagen, was wir hier mittlerweile aufgebaut haben. Aber es ist unsere Madness und auf seine eigene Madness ist man stolz, auch wenn sie, naja, mad ist. Was willst du machen? Man muss seine Kinder lieben, auch wenn sie hässlich sind. Frag mal meine Mom. So, dann noch die Öfen und dann sind wir ready. Ja, der Rest sieht gut aus. Montagemaschinen, 63 Stück sollten reichen. Ja, das reicht. Wir nehmen nochmal ein 50er Stack. Aber wird trotzdem reichen. Und die Öfen hier vorne brauchen wir auch nicht mehr viel. Wir nehmen nochmal ein 50er mit. Und dann geht's los. Eisenplatten schmeißen wir hier rein. Kupferplatten schmeißen wir hier rein.
Kupfererz schmeißen wir da drüben rein. Nicht mal ich baue so verrückt, Smick, sagst du. Ja, das hat angefangen als etwas und dann haben wir es halt durchgezogen. Ich bin halt auch über diesen Komplex hier immer noch einigermaßen stolz. Er ist konfus und es war wirklich Fummelkram, das auch nur annähernd irgendwie hinzubekommen, weil wir mit wirklich vielen Splittern und so arbeiten müssen. Aber im Nachhinein hat das einigermaßen gut funktioniert. Und das sind halt, die sind halt juicy, weißt du? Die haben immer noch 19 Millionen. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt insgesamt hier überhaupt verbraucht haben. 1,8 Millionen. Also wir haben gerade mal 10% von diesen Feldern aufgesogen. Da ist halt noch einiges, weißt du? Da ist noch einiges drin. So, nach einer halben Stunde können wir dann auch wieder zurückkehren und das hier oben fertig bauen. Stahl müsste ja auch schon ein bisschen da sein. Jetzt kann ich überlegen, ob ich eine Stahl-Bufferkiste haben möchte oder nicht. Ich glaube aber nicht. Ach doch. Alles okay. Eine kleine. Komm mal her, wo haben wir... Ja, so eine kleine machen wir. Zack, 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 du nicht. Zack, 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 zack. Zack, zack. Und dann nehmen wir diese hier. Gut. Nein, du nicht. Stahl wird reingerödelt. Tack, 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 tack. Das müsste dann auch einen kleinen Moment dauern. Dann müsste sich das hier ein bisschen entzehren. Na? Und dann benutzen wir das Eisen von hier oben. Und den Stahl von hier unten. Und dann haben wir wunderschöne Möglichkeiten, hier Motoren herzustellen. Ich weiß nicht mehr, wie da die Verhältnismäßigkeit ist, um ehrlich zu sein. Wir werden das wie folgt machen. So. So werden wir das machen. Zahnräder und Rohre. Wir machen mal 5 auf jeder Seite. Das ist natürlich Bullshit. Hier will ich doch Rohre haben. Ja. Den einen weiter raus. Den nach da, du runter. Du hoch. Du rüber. Du runter. Du Strom. Strom und Strom. Strom. Strom und Strom. Strom, Strom und Strom. Dann haben wir das und dann brauchen wir hier eigentlich nur noch, brauchen wir das ruhig hier hin. Ja, wunderschön gemacht. Das ist halt echt ein Problem. Das ist echt ein Problem, Leute. Ja, Förderbänder sind gelockt. Ich kann hier hoch und runter mit der Maus gehen, wie ich will. Und er macht alles schön in einer Linie. Ja, und wenn ich das hiermit versuche, mache ich sowas. Diese Einrastefunktion ist total geil. Gebt sie für alle Gebäude. Du gewöhnst dich dran, das bei Förderbändern zu machen. Dann hast du ein anderes Gebäude in der Hand und dann geht es nicht mehr und dann ist Kacke. Das ist echt dumm. Das ist nicht schön. Echt nicht so schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Das ist wieder sowas Typisches, gut angefangen von den Entwicklern, aber dann nicht ganz zu Ende gedacht, leider. Dann nicht ganz zu Ende gedacht. Wenn, muss es für alle Sachen gelten. Oder sagen wir mal zumindest für alle Sachen, wo es Sinn macht. Sonst gewöhnst du dir was an,
was sich am Ende nur Nerven kostet. So. Bob. Bob, der Meister, können wir das schaffen? Bauarbeiter, yo, wir schaffen das. Da, 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 da. Spielt einer von euch mit der Funktion und habt ihr euch schon dran gewöhnt? Lasst mich das mal wissen. Schreibt das auch gerne bei YouTube unter die Kommentare. Ich lese mir das gerne durch. Das würde mich wirklich interessieren, ob ihr euch da schon dran gewöhnt habt, euch dran gewöhnen werdet, ihr das Feature gut oder nervig findet. Zack, 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 machen wir so. Kinder des Grüßen. Ja, jetzt habt ihr alle den Ohrwurm, ne? Da, 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 jo, wir schaffen das. Naja, also Motoren werden jetzt hier erstmal rausgeknüppelt, das ist gut. Das heißt, wir haben Motoren, das heißt, wir haben rote Chips, wenn auch ein bisschen weiter weg. Und wir haben Schwefel, und dann gehe ich hier einfach mal hin. Welchem Verhältnis brauchen wir das? 3, 2, 1, das Verhältnis ist, glaube ich, egal. Motoren und Schwefel können wir zusammenpacken, das sollte kein Problem geben. Batterien werden eingeladen. Stand noch gar kein Schwefel her, ne? Doch, da oben. Aber halt nur einmal. Das ist gar nicht so viel, Seno. Das ist gar nicht so viel. Wir machen das mal ein bisschen mehr hier. Machen wir mal nochmal. Ach, ich habe keine dabei. Na, warte. Ja, wir machen trotzdem. Wir tun so, als hätten wir sie dabei. Gehen wir bis nach da. Nein! Bis nach da. So. Zack, zack. Ja doch. Zack, zack, zack. Quatsch. Großquatsch. Da brauche ich doch gar nichts. Ich brauche das doch nur hier. Ach so, ja, weil ich. Ja. Alles gut. Alles gut, da hatte ich gerade einen kleinen Brainlag. So, und dann machen wir das wie folgt. So und so. Wir können dahin und dahin. Zack, 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 zack. Das wird hier unten rausgepowert. Batterien, hier bleibt erstmal Batterien. Wo müssen wir denn ganz lang? Wir gehen hier lang. Hä? Das hat er nicht clever gemacht. So, bitte. Ja doch, und dann... So. Und dann... Sind 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hey. Bob, der Meister. Yo, wir schaffen das. Bauarbeiter. Trixi und Wimmel und Hoppen und Pop. Ich habe keine Ahnung, wie diese ganzen Baumaschinen heißen. Ich glaube, der eine heißt Bagger, der andere heißt Kippi. Kippi, der Muldenkipper. Was weiß ich, wie die Dinger heißen. Ah, packen wir ihn da hin. Ist okay. OCD kickt hart. Egal, wir akzeptieren das.
Der. Und dann kommen hier gleich noch die roten Chips rein. Die roten Chipsens. Nee, triggert mich überhaupt nicht. Alles gut. Halt die Klappe, sagt Smix. Nein, lass mich doch fröhlich mein Lied anstimmen. Hallo? Geht ja mal gar nicht. Das sind Nazi-Methoden. Nazi-Methoden! Du willst mich mundtot machen. So geht's nicht. Du, 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 der, der, der. Okay. Ja, das hier ist halt echt kacke. Wir müssen so machen. Weil ich will halt die... fertigen Produkte hier raus haben. Ist jetzt überall einer zu viel, aber... mir egal. Der geht nach da oben. Und der geht nach hier unten. Nazi-Methoden! Kannst du doch nicht machen, Smix! Zieh doch ins Dritte Reich! Bei dem Lied Bob sage ich auch nur noch Ruhe. Ja, ihr verkennt die große Kunst, Leute. Ihr habt keinen Blick für das große Ganze. Aber das ist okay, das kann nicht jeder haben. Dafür habt ihr mich. Dafür habt ihr mich. So. Und ab dafür. Ungefähr hierhin, würde ich sagen, ne? Man darf nicht so mit der Maus zucken, während man das macht. Da gibt es noch leichte Bugs, aber ansonsten ist das cool. Ich quäl mich ja selber bei dem Ohrwurm, weißt du? Ist ja nicht so, dass ich Bock drauf habe, aber jetzt ist es da. Geteiltes Leid ist bekanntlich halbes Leid. So, warum kommt gar kein Schwefel an? Habe ich wieder irgendwo ein Untergrundförderband falsch? Moin moin, du geiler Fabrikbesitzer. Ja. Nee, einfach eins vergessen. Moin moin, du geiler Fabrikbesitzer. Scrunchy! Und Maschine, was haltet ihr von Bob, den Baumeister? Große Kindheitsinspiration oder furchtbar? Gucke mal, blaue Tränke sind check. Hier wird weggeknuspert. Sobald Schwefel da ist, müsste das laufen. Wenn Schwefel kommt, können wir dieses Förderband nehmen. Ich muss mal einmal die Höhe checken. Geradeaus runter geht nicht so gut. Aber diese Höhe hier wollen wir quasi eigentlich erreichen. Nee, wir müssen noch außen rum, ist okay. Das heißt, ich kann hier nicht mal kommen. Ja, doch, wir können. Komm. Yes, we can. Es gibt Parallelen zu Obama, fällt mir gerade auf. Aber das ist mir damals auch schon mal aufgefallen. Ich hatte es nur wieder verdrängt. Ich glaube, meine Förderbänder werden nicht reichen. Ich glaube, das ist der vorletzte Stack. Oh, es wird knapp. Wenn nochmal ein 100er kommt, vielleicht. RIP. Und nix ist. Also holen wir nochmal ein paar Förderbänder. Es ist in meinem Kopf! Ja, genau, gleich kommt der entspannte Teil mit Roboters. Mit Roboter. Ah, die Roboter sind noch ein bisschen weiter weg, ne? Aber you got me. Es kommt hier ein bisschen wenig Stein an, da müssen wir auch nochmal irgendwie dran wursteln. Zu wenig Ziegel. Und das, obwohl sich hier teilweise Stein staut. Ich meine, was man machen könnte, ist, das ist voll dumm. Aber wir machen es einfach. Ich habe ja keine Routen, ich habe ja keine Förderbänder. Moment, wir machen das gleich. Da nochmal so einen Loop schließen und dann die letzten Öfen von unten arbeiten lassen quasi. So, brauchen wir noch was? Nö, ich glaube nicht. Der Rest sieht gut aus. Wieder viel Müll, dass ich loswerden kann, den ich loswerden kann, aber das machen wir gleich. Erstmal machen wir hier quasi
Oh, jetzt muss ich mal überlegen. Moment, wie geht das? So. Das wird richtig dumm. Aber darum geht's ja. Nee, das darf nicht sein. Da muss erst noch ein Feld hier rüber. Beziehungsweise der muss noch ein Feld hier rüber. So. Weil das wird richtig, richtig, richtig dumm. Alter, ist das fertig, was ich hier mache. Das ist so herrlich dumm. Zack, 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 zack. Aber jetzt kann sich das da halt rüberschieben. Zack, 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 zack. Das ist so fertig. Das ist so behindert. Ich feier's. Wahrscheinlich machen wir sogar eher so. Guckt euch den Bullshit an, bitte. Na, aber jetzt laufen die wieder. It's magic. Kommen ja ein paar mehr Ziegel raus. Das würde halt auch nicht wirklich viel helfen, aber. Eigentlich müsste ich hier noch eine Reihe hinbauen. Kann ich auch machen. Ich meine, ich fördere halt einfach nicht mehr Ziegel. Im Grunde müsste ich irgendwo eine komplett neue Lane erschließen. Habe ich aber voll keinen Bock drauf, deshalb mache ich jetzt auf random so. Und mache. Moin moin, du geiler Fabrikbesitzer. So. Und mache, einfach weil wir hier schon eh so viel Scheiße bauen, können wir noch ein bisschen mehr Scheiße bauen, weißt du? Das ist alles voll legitim, was wir hier machen. Oh mein Gott, Glücksrüde, ein Bild. Wieso bin ich nur auf deinen Discord gegangen? Mein Brain ist schon fast wieder komplett gestört. Warum das? Was passiert da? Nee, hier nicht. Hier die Freude. Wieso, was hast du angestellt? Oh, das wird tough. Der kann weg. Ich habe was ganz Bestimmtes vor, Leute. Zack. Zack, zack. Zack, zack, zack! Ah! Oh Mann, Alter. Nur Fusch am Bau hier. Nur Fusch am Bau. Ist das nicht schön? So, was machen wir dann damit? Den lassen wir auf ganz dumm hier rüber jumpen. Und lassen die dann halbwegs hochlaufen. Zack. Guck dir das an. Geil, oder? Ja, ich weiß. Ich weiß, ich kann es auch kaum fassen. Das ist richtig fertig, was wir hier bauen. Aber hey, wir produzieren mehr Ziegel. Ziel erreicht. Mehr Ziegel kommen raus. Das sind mehr Chips davon. Das sind mehr Chips davon. Jetzt kann ich die blauen noch anschließen hier. Die blauen möchte ich tatsächlich. Linke Seite, alle auf die rechte Seite laufen lassen gleich. So rum natürlich. So, so, so. Ey, das ist ja auch falsch rum hier, das macht gar keinen Sinn. Ne? Die sollen runter auf die in Fahrtrichtung rechte Seite. Und die blauen packen wir in Fahrtrichtung auf die linke Seite. Ah! Ja, es ist nicht perfekt. Es ist nicht perfekt. Es klappt schon ganz gut, aber es ist bei weitem noch nicht perfekt. So, und zwar Fahrtrichtung. Ihr seid noch Fahrtrichtung links, aber ich packe euch. Und das machen wir auch auf möglichst dumm. Pass auf, das machen wir auf möglichst dumm. Einfach damit Leute, die sich das angucken, denken, wir sind ein Vollidiot. So. Na, und Fahrtrichtung links. Zack. Wir fahren mal mit. Ob das jetzt auch so alles richtig klappt, aber sollte es eigentlich. Zack, hier rüber. Ne? Eigentlich geschafft. Pokémon Dance Pikachu macht mein Hirn gerade Pudding. Hm. David, danke sehr für dein Prime-Abo. Womit habe ich denn das auf einmal verdient? Das kam jetzt aber aus dem Nichts. Nicht, dass ich mich beschweren will, aber wow. David, herzlichen Dank. Was ist da denn los? Hä? Was habe ich denn verpasst?
David, vielen Dank. So, guckt euch das an. Es läuft, es läuft, es läuft. Dann teilt sich das hier auf. Oh, dann haben wir hier ein großes Problem. Das ist natürlich eigentlich nicht Sinn der Sache. Dass sie hier jetzt auf random eingelagert werden. Yeah. Voll scheiße gebaut. Voll scheiße gebaut. Okay. Ihr wisst, was das bedeutet. Was sagst du schon wieder? Mr. One P, Hauptbit, bin wieder anwesend. Danke sehr für die 25 Bits. Bitte ein Bit, sage ich. Und Mr. One P sagt, jo, kriegen wir hin. Danke, Pi. Pipi. Na, ich wollte dich nicht Pipi nennen. Ich habe dich Pipi genannt, aber das finde ich mal so. So, das muss alles raus, das muss alles raus. Komm her, das kommt dahin. Wir werden das einfach so machen, dass oben schwarz, unten blau. Ne, andersrum. Genau andersrum wollen wir es haben. Das heißt, ich gehe nochmal nach oben. Da, wo die Dinger zusammenlaufen. Ja, und sag, nee, weißt du was? Geh mal ein Feld weiter rüber. Und lauf parallel. Genau, lauf parallel. Bitte ein Bit. Und dann teilen wir dich dort auf. Du gehst rüber. Und du gehst dort rüber. Das räumen wir einmal weg. Ja, das ist jetzt relativ hardcore. Egal, wir räumen das einmal weg. Schmeißen das einmal hier rein. So, dann kommt schwarz, dann kommt blau. Genau, hier haben wir jetzt noch das Problem, dass hier unten teilweise auch blau ankommt. Müsste jetzt aber behoben sein. Schwarz, blau. So, zack, das hier räumen wir nochmal komplett weg. Die blauen sind weg, die blauen kommen hier rein. Blau kommt rüber und schwarz, die Ghetto-Kracher, die nehmen wir hier rüber. Und packen sie hier rein. Und jetzt müsste das eigentlich alles ganz gut repariert sein. Ne? Blau kommt von hier, schwarz kommt von da. Und ich kann mir eine Forschung aussuchen, zum Beispiel verbesserte, was weiß ich, Produktivität nehmen wir erstmal. Wir wollen ja eh alles erforschen. Und wir haben es geschafft. Blaue Forschung steht, Leute. Woop, woop, New York. Ne, warte, so. Signature Move. Neuer Signature Move. Na, wie läuft's bei dir? Ich werde jetzt ungefähr noch eine Dreiviertelstunde streamen, bis vielleicht eine Stunde. Und dann würde ich nochmal fleißig sein und bräuchte da deine Unterstützung. Kriegen wir das hin? Hattest du einen schönen Abend? War die Zeit bei deinen Eltern gut? So, das freut mich jetzt in erster Linie doch schon sehr. Trotzdem gehen wir mal ganz kurz gucken. Ja, eigentlich will ich auch nochmal ein Inventar aufräumen. Moment. Wir machen nochmal eben eine Aufräumtour durch unsere Basis. Einfach nur, damit ich scheißlos werde. Hier, Mauern, Mauern, Mauern. Weg damit. Ganz ehrlich, Granaten kann auch ein halber Stack weg. Kohle kann ich hier lassen. Steine kann ich hier lassen. Eisenplatten. Dann machen wir mal Kupferplatten kann ich hier lassen. Eisenplatten kann ich da reinschmeißen. Eisenerz kommt nach hier oben und dann sieht das hier doch auch gleich alles schon wieder ein bisschen besser aus. Zahnräder. Da rein und da rein. Das brauche ich ja alles nicht, ehrlicherweise. Viel mehr werde ich, glaube ich, nicht los. Stahl kann da noch mit rein. Gut. Davon nehmen wir nochmal einen Fuffi mit. Öfen nehmen wir nochmal ein paar mit. Davon nehmen wir nochmal 100 Stück mit.
Da packen wir die normalen Greifarme rein. Strommasten. Ja, ich würde sagen, im Großen und Ganzen ist das Inventar dann erstmal wieder schnieke. Klar, da sind noch ein paar kleinere. Nein. Ein paar kleinere Sachen sind dann noch, wie die Untergrundbelts, aber. Ach komm, schmeißen wir sie eben auch weg. Die da rein und die. Da rein. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier Part zu Ende. Ja, wir sind eigentlich. Ja, Smix, ich weiß nicht, ob das so schlau ist, weil wenn ich meinen Reddit-Namen teile, sieht man auch, was ich geliked und was ich gepostet habe. Und dann sieht man das Mädel, dessen OnlyFans-Manager ich momentan bin. Das war nicht so reiflich überlegt, weißt du. Werde ich vielleicht nochmal nachholen, aber ich muss erst quasi meinen Account einmal desinfizieren, weil ich ihre Posts halt geliked habe, um das Ganze mal so ein bisschen in Gang zu setzen. Und dementsprechend kann man sie über mich stalken. Und sie möchte es halt noch nicht so an die große Glocke hängen. Aber bei Reddit geht halt eh momentan nichts. Also bei Reddit bin ich halt nur mit ihrem Account eingeloggt tatsächlich, um das alles zu verwalten. Da verpasst du nicht viel, da habe ich keine täglichen Posts oder so. Smixy. So, okay, das haben wir. Dann würde ich sagen, machen wir den Part einmal cut und wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Denkt bitte dran, alle Leute, ja, speichert euch Humble Bundle MMOGA ab. Ich bedanke mich für den Support, wir sehen uns im nächsten Teil und guckt auf jeden Fall auf der Patreon-Page mal vorbei. So.